Ja Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute ist mal aus aktuellem Anlass ein Style-Check angesagt und zwar von Conor McGregor. Bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich mich natürlich noch bedanken bei euch, dass das letzte Video so krass ankam. Der Vlog, also eigentlich mein erster Vlog, wo ich mir die Uhr hier geholt habe und das so ein bisschen gezeigt habe, euch mitgenommen habe. Und ja, es hat mich sehr, sehr gefreut, das ganz positive Feedback. Wie gesagt, aus aktuellem Anlass heute mal ein Conor McGregor Style Check. Ihr solltet ja jetzt schon mitbekommen haben, wer Conor McGregor ist. Kurz vorab meine Meinung zu Conor McGregor und auch dem Kampf gegen diesen Khabib. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ich war für Conor McGregor. Die Khabib-Fans werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, du hast gar keinen Plan davon und bla bla bla, der ist nur ein Blender etc. Das kann gut sein. Ich habe mir den Kampf dennoch angeguckt, bin um 3 Uhr morgens aufgestanden, in die Shisha-Bar meines Vertrauens gefahren. Um 4 Uhr morgens war der Live-Übertragung, war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und ansonsten hatte ich wenig mit UFC am Hut. Ich war aber tatsächlich mal in Köln in der Lanxess Arena bei ein paar MMA-Kämpfen dabei von Kerim Engizek. Der hat da gekämpft und ein Kumpel von mir kennt den, hat uns also Karten besorgt. Ist ein übertrieben kranker Sport, wie die Leute sich da die Fressen einschlagen, ja. Kann man sich ab und zu mal geben. Ich habe mir wie immer ein paar Bilder rausgesucht, die seinen Style repräsentieren und wir fangen an direkt mit dem ersten. Was den Style von Conor McGregor ausmacht, sind definitiv Anzüge. Sowohl formelle Anzüge als auch Trainingsanzüge. Ich habe das jetzt mal so zusammengefasst und hier sehen wir einen Gucci-Trainingsanzug. Er trägt oft Trainingsanzüge und das dann halt auch wirklich all over. Also wenn er eine Gucci-Trainingsjacke trägt, trägt er auch die passende Hose dazu. So auch hier auf dem Bild und ich finde, das trägt er eigentlich immer ganz cool. Es gibt wenige Leute, die das tragen können. Ich habe schon mal gesagt, das machen meistens irgendwelche Army-Rapper und 90% der Army-Rapper, die ich kenne, sind eigentlich dunkelhäutig und da sieht das immer krass aus, weil das so ein Kontrast zur Hautfarbe ist, aber irgendwie finde ich, also meiner Meinung nach, dass Conor McGregor das auch sehr cool tragen kann, weil er diesen einheitlichen Look einfach mit seiner, ja, würde ich sagen, robusten Art irgendwie wieder wettmacht und das kommt auf jeden Fall ganz krass rüber, deswegen das hier auf jeden Fall schon mal eins meiner Lieblingsbilder. Zu Bart und Frisur kann ich eigentlich auch noch was sagen, er trägt eigentlich immer einen Vollbart und hier auf dem Bild hat er einen Gentleman's Cut mit einem schönen Übergang nach oben, no homo. Die erste Hälfte der Bilder habe ich etwas Street-Style-mäßig ausgewählt und am Ende kommen wir dann zu den schickeren Outfits. Deswegen hier jetzt nochmal ein Bild von ihm in einem Louis Vuitton Hemd. Ich finde dieses Hemd zu krass. Einmal bin ich generell übertriebener Fan von diesem Louis V Monogrammmuster und dann sind hier noch so Tiere drauf, die aber so ein bisschen verlaufen und sehr blass sind. Das Hemd feiere ich generell mega. Ein Kumpel von mir hat das aber nicht mit kurzen Ärmeln, sondern mit langen. Ich finde, das sieht wirklich krass aus, vor allem so wie er es halt trägt. Ich habe schon öfter in Stylechecks gesagt, die Attitude, wie jemand irgendwas trägt, lässt das Outfit nochmal ganz anders wirken und hier sieht man, wie er so durch die Gegend läuft mit einer übertrieben prolligen Visage, aber ich finde, das wirkt trotzdem noch sympathisch. Also ich finde, Conor McGregor ist irgendwie, der flex zwar unnormal mit seinen Autos, Uhren etc., aber also meiner Meinung nach ist er dabei noch ultra sympathisch, weil den muss man irgendwie gern haben. Er hat auf seiner Brust einen Gorilla tätowiert und auf seinem Bauch einen Tiger, was eigentlich auch nochmal ganz gut das Hemd widerspiegelt. Trägt eine normale Brille, wo man aber Gläser runterklappen kann, sodass es eine Sonnenbrille ist. Ich glaube, bei den meisten von uns wird das wirklich abnormal kacke aussehen, aber hier finde ich, sieht es irgendwie cool aus. Dazu trägt er passenderweise noch eine beige Chinohose, finde ich sehr cool gewählt auf das Outfit. Vielleicht hätte ich noch einen Gürtel genommen oder so, dann wäre das Ganze noch etwas kompletter. Und ja, ich glaube, braune oder goldene Gucci Ace, da muss ich sagen, bin ich jetzt kein Fan von. Aber er hat das sehr gut mit seiner Patek Philippe Nautilus kombiniert, die ja auch Gold ist oder Roségold. Ich erkenne es jetzt hier gerade nicht. Das passt auf jeden Fall farbig übertrieben krass zusammen ins Outfit. Sehr, sehr cool. Die nächsten beiden Outfits sind dann schon wieder etwas schicker. Und zwar hat er hier auch wieder Gucci Ace an. Also er scheint ein großer Gucci-Fan zu sein. Trägt darauf eine blaue Skinny Jeans. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Marke ist. Die ist, finde ich, etwas zu skinny. Man sieht wirklich Handy, Schlüssel oder was auch immer er da drin hat. Sehr krass abgezeichnet. Aber ja, das trägt er eigentlich immer. Scheint er also zu mögen und trägt dazu noch einen cremeweißen Turtleneck. Die Uhr, die er trägt, ich habe nicht den genauen Namen im Kopf, ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, das müsste eine Patek Philippe sein. Korrigiert mich bitte, falls ich mich da vertue, aber ich meine, es gibt ja auf Instagram so 1000 Uhrenseiten, die werden mir immer auf der Entdeckenseite vorgeschlagen und da meine ich, hätte ich schon mal gesehen, dass es eine Patek Philippe ist, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das Foto hat er neben einer Kors-Figur gemacht und Kors ist ja auch bekannt dafür, Kollabos mit ultra krassen Streetwear-Designern zu machen, deswegen finde ich, gibt er hiermit so ein bisschen sein Interesse für die Modeszene preis. Als nächstes hätten wir ein sehr ungestelltes und spontanes Foto von ihm im Auto. Hier hat er eine Saint Laurent Brille an. Ich nehme an, das ist Fensterglas und keine Brillenstärke. In Gold, die zu seiner Uhr passt. Er hat hier eine goldene Daytona an mit schwarzem Ziffernblatt. Es müsste eine Daytona sein. Und trägt einen Burberry-Rollkragenpullover in der Farbe Navy und dazu auch eine Navy-Hose. Und hier sieht man dann auch wieder, dass er Fan davon ist,
Sachen farbig zu kombinieren. Wie ich eben schon meinte, Trainingsanzug, Oberteil in derselben Farbe wie Hose und hier dann auch wieder dasselbe. Meiner Meinung nach wirkt das bei ihm echt cool und ich finde auch gut, dass er mehr Rollkragen-Sweater trägt als normale Sweater. Ich persönlich habe einen Rollkragen, den hatte ich noch nie an. Ich glaube, im nächsten Video muss ich den dann tatsächlich mal anziehen, aber mir stehen Rollkragen lang nicht so gut wie normale Sweater und bei ihm, finde ich, ist es eigentlich eher umgekehrt. Bevor wir dann zu seinen formelleren Outfits kommen, dann noch hier ein Bild von ein paar Uhren, die er hat. Auf Instagram sieht man, dass er sehr affin in diesem Gebiet ist und einige Uhren hat. Man sieht hier zum Beispiel von rechts nach links eine Rolex Day-Date, eine Patek Philippe Nautilus und nochmal eine Rolex Daytona. Ich finde alle diese Uhren echt brutal und wenn ich das so bei ihm sehe, muss ich sogar sagen, obwohl ich persönlich eigentlich mehr der Gelb-Gold-Fan bin, dass bei ihm die Rosé-Goldene auch irgendwie krass kommt. Aber allein, dass er sowas schon auf Instagram postet, zeigt ja auch, welche Attitude er so ein bisschen an den Tag legt. Kommen wir dann zu einem Bild von ihm im Anzug. Bevor er zu den Kämpfen einläuft, hat er eigentlich immer einen Anzug an. Ich finde, er trägt das auch übertrieben krass. Und das ist der Anzug, den er gegen Mayweather in der Pressekonferenz anhatte. Und da sieht man halt so überall so Streifen runter, wo Fuck You draufsteht. Und das fällt auf den ersten Blick nicht auf. Sieht aus wie so ein, von Weitem sogar wie ein normaler Nadelstreifenanzug. Aber so, wenn man halt nah dran steht, hat Fuck You. Und das allein sich den Aufwand zu machen, sich so einen Anzug anfertigen zu lassen, ist wirklich übertrieben lustig. Einfach, dieser Typ ist so savage. Kombiniert das mit einem weißen Hemd und einer, ja, rosa-pinken Krawatte, der, wo er dann noch hier passend so eine rosane Blume hat, mit Einstecktüchern auch noch. Und ja, das war das erste Anzug-Outfit. Kommen wir hier zum zweiten. Der trägt hier einen grauen Anzug, hier aber ohne Krawatte, sondern mit offenem Hemd. So, das finde ich auch echt cool. Einen goldenen Hermes-Gürtel, passend zur goldenen Patek Philippe. Und darauf so Slipper. Ich tippe jetzt mal, dass es Gucci ist. Ich bin mir nicht so sicher. Mit einem Leoparden drauf. Ja, Leute, alles in allem muss man sagen, dass Conor McGregor sehr darauf achtet, welche Marken er trägt. Und nicht unbedingt, wenn es jetzt ein cooles Basic-Produkt ist, dass er das trägt. Sondern es sind eigentlich immer sehr hochpreisige Sachen. Aber ich finde, die Sachen kombiniert er und präsentiert er vor allem auch nach außen sehr cool. Deswegen gibt es von mir hier eine 2+. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace.